hoffentlich alle hören, jetzt auch ohne Mikrofon. Also Thales von Milet erlöste sich als erster griechischer Denker von der mythologischen Sicht auf die Dinge der Welt. Und künftig war es so, dass er ein völlig neues Denken einführte. Und Milet, er begründete dann mit seinen Schülern Anaximander, Anaximeder, eine neue Schule des Denkens. Und das war ganz sicherlich mit sehr viel Selbstbewusstsein, mit sehr viel Selbsterkenntnis verbunden. Und insofern sind wir beim heutigen Nachmittag eben bei unserem Zukunftskonvent. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, alle Gäste des Zukunftskonvents, aber auch die Gäste, die jetzt noch hinzugekommen sind. Die Bürgermeisterin von Ramelow zum Beispiel ist noch hinzugekommen. Und auch die Organisatoren der Ausstellung, um die es uns heute geht. Denn wir wollen heute unsere Sonderausstellung Wer bin ich? Ursprung, Elemente, Glück, wie die alten Griechen die Welt erklären, eröffnen. Und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass es gelungen ist, uns diese Ausstellung hierher zu bekommen. Denn sie ist ein Teil der Ausstellung, die in Kombritz gezeigt wird und auch sicherlich irgendwann wieder gezeigt werden wird. Da kommt sie auch wieder hin. Und das ist eine sehr schöne Sache. Als ich das erste Mal letztes Jahr gesehen habe, dort war ich sofort begeistert und es begann eine Zusammenarbeit. Und wir haben überlegt, wie können wir diese Ausstellung schrittweise hierher bekommen, denn es passt zu Ramelow, es passt zum Thema Philosophie. Fichte, er ist geboren worden hier in Ramelow und es passt auch zum Thema des heutigen ganzen Tages. Ja, und ich möchte mich ganz an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei allen Organisatoren der Ausstellung bedanken. Ulrich Schollmeier, werden sich dann auch alle noch vorstellen, hat viel, viel Mühe, viel Sorgfalt, viel Liebe Modelle gebaut. Modelle, jedes einzelne Modell verdeutlicht die Grundidee eines Philosophen der griechischen Antike und hat sie, zeigt sie uns heute. Also Ulrich Schollmeier hat zeichnet für die Modelle verantwortlich und wir werden ihn dann auch noch erleben. Lutz Rocktäschel und Stefan Janke sind beide auch heute hier, werden sich dann auch noch vorstellen. Natürlich haben an den Texten, an den Videos mitgearbeitet und Herr Jürgen Hoppmann zeichnet für die Videos und für die Filme verantwortlich, die wir dann auch uns anschauen werden. Es gibt eine ganze Reihe Schauspieler, die heute auch hier sind, die in diesen Filmen mitgewirkt haben. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich auch noch bei unserer Kuratorin der hiesigen Ausstellung, die Theresa Wüste. Sie hat also sehr, sehr viel Mühe, sehr viel Engagement gezeigt bei dem Schreiben von Texten und der Kataloge und auch Texte geschrieben, die für Kinder und Jugendliche geeignet sind, denn das Thema ist natürlich nicht ein ganz einfaches. Und sie hat dazu beigetragen, dass man also auch Kindern den Zugang gewähren kann zu einer solchen Ausstellung. Ja, wie gesagt, vom Lebensgut Kompitz. Schollmeier hat die Modelle uns zur Verfügung gestellt. Und ich denke, wir werden jetzt den Experten das Wort überlassen. Denn die Experten werden uns jetzt eine kurze Einführung geben dessen, was wir heute erleben wollen und werden uns auch ganz viel zu den Inhalten uns erklären und erläutern, was es mit den griechischen Philosophen auf sich hat und wie sie die seinerzeit gesehen haben. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Vergnügen jetzt mit dem folgenden kleinen Schauspiel und wir werden dann gemeinsam untergehen natürlich in die Ausstellung und ganz, ganz viel Vergnügen. Vergnügen fort. Ja, wer bin ich? Oder, wenn man es anders formulieren kann, erkenne dich selbst. Das ist wirklich ein uraltes Motto. Tja, dann schauen wir uns doch einfach mal an. Ja, ich sehe so verschiedene Leute mit einem gelb-schwarzen Schal und grauer Pullover, manche auch in edlem Zwirn, grünes Hemd, rote Haare, graue, wenige, viel, interessant,
Wie? Sie meinen ich selbst? Ach so, also ich komme aus der Renaissance. Und ja, so sind damals die Gelehrten der Renaissance herumgelaufen. Das Barett gehört natürlich dazu. Vor allem im Winter ist es sehr gut mit diesem Ohrenklappen. Zumindest in den nördlichen Breiten war das die Gelehrtenkleidung. Dazu die Strumpfhosen und der Wams. Und dann natürlich der Gelehrtenmantel. Das ist natürlich das Beste. Wie, Sie meinen, eigentlich müsste ich die Ärmel so hier tragen? Ja, da haben Sie auch nicht ganz Unrecht. Aber dann kam im 15. Jahrhundert diese Schlitzmode auf. Überall hat man kleine Schlitze in die Kleidung gemacht. Sie kennen das ja von heute. No, es gibt so Jeans und da sind kleine Schlitze drin. Und hat jemand von Ihnen vielleicht solche an? Nein, im Augenblick nicht. Nur dass heute, dass die nackte Haut hervorguckt und früher waren das dann schöne samtene Stoffe, rot und gold und blau, wie sie hervorschimmerten. Nur wir Gelehrten, wir sind ja ernsthafter Natur, wir laufen nicht so als bunte Vögel herum. Darum haben wir hier nur einen grauen, unauffälligen Futterstoff und auch nur ein Schlitz pro Ärmel. Und da kann man dann praktisch gleich den Arm rausstrecken und an sein Werk gehen, zum Beispiel am Schreibpult, irgendwas schreiben. Das ist, und der Rest ist nur, ja, modisches Beiwerk. Das hängt hier runter. Aber eigentlich will ich ja nicht über Mode sprechen, sondern über die Selbsterkenntnis. Was ist der Mensch? Und was soll er in dieser verwirrenden Welt? Und woraus ist diese Welt überhaupt? Und wie ist sie geordnet? Und hat das alles irgendwie einen Sinn? Ja, und wenn es um solche Fragen geht, dann ist man natürlich gut beraten, sich zu erkundigen, was unsere werten Vorfahren so dazu gesagt haben. Und dazu muss man natürlich ihre Schriften lesen und am besten natürlich auch gleich übersetzen in unser geliebtes, allgegenwärtiges Latein. Ja, denn die wesentlichen Vordenker, das waren neben den Römern natürlich die alten Griechen. Und die haben wir dann entsprechend ausgegraben und übersetzt. Wie zum Beispiel den dort im weißen Gewand. Ja, ich grüße euch. Ich komme aus der Antike, Sokrates. Zu meiner Zeit ganz schlicht ein Buch, eine Tunika, mit der ich durch die Lande wandelte. Als freier Bürger, schreibe ich. Wenn man nicht meinem Stand war, dann war man halt etwas anders gekleidet. Oder gar nicht. Zum Beispiel zu den Olympischen Spielen. Wenn man den Speer weit werfen wollte, stört das natürlich alles. Oder die Scheibe, die Diskus, in die Ferne. Ups, wir müssen aufpassen mit den Vasen. Mit den Vasen. Und natürlich auch die Plastik. Wäre auch noch so ein Beispiel, wo man so ganz unbekleidet seine Idealen des Menschen frönen konnte. Ja, diese wunderschönen Plastiken stehen überall hier, auch im Hof. Wie hier im Hof, genau. Im Schloss, da kann man sich das anschauen. Aber das sind nicht nur Sportler gewesen, da sind ja auch Götter dabei. Oder Göttinnen. Ja, Göttinnen. Wow. Ja, Ideale eben. Schön und schlank. Aber bitte nicht zu schlank, so wie heute die Modewelt. Nein, das wäre nicht das Recht. Keine Magermodels, sondern richtige Ideale, so wie es sie in Wirklichkeit eigentlich nicht gibt. Oh. Muss man suchen. Man muss das Ideal suchen. Hallo, mein Ideal. Ah, hier wäre mein Ideal. Darf ich?
nach vorne knicken. Ja, und wir haben da so eine klassische Form mal einfach hinstellen, so ein Kontrapost. So. Kontrapost, also Standbein, Spielbein. So ein bisschen nach vorne. So wie es die Bild, aber ja, quasi elegant, gerade und lächeln, nicht zu viel, etwas geheimnisvoller, etwas göttlicher. Ja, so. Ja, das ist gut. Aber, mein lieber Sokrates, hilft uns denn solch ein Ideal, wenn es darum geht, uns zu erkennen? So wie wir wirklich sind. Wir müssen es ein Spiegel haben. Genau, ein Spiegel, das wäre vielleicht das eine. Wir sind ja mächtig viele Spiegel, aber einen, wo man sich selbst anschauen und erkennen kann. Erkennen, genau. Ich werde mal. Ha, super, die Leute haben an alles gedacht. Auf Rädern. Genau. So. Und da können wir uns jetzt anschauen, so wie wir sind. Mein lieber Freund. Nun ja. Ja, alte Säcke. Und genau wie in dem Text beschrieben, den ich über dich gelesen habe, mein lieber Sokrates. Wie? Alt und mit unebenem, höckrigen Gesicht. Ja, wie ein Silen. Ja, nur Ideale sind wir beide nicht. Aber wer die Schönheit nicht hat, strebt wenigstens nach der Schönheit. Genau, Ideale sind etwas zum Träumen und zum Streben. Eben. Und dass wir überhaupt frei sind, anders werden zu wollen, als wir sind, also uns ändern zu wollen, das wiederum, das ist unsere ureigene Natur. Das ist ganz real, bei allem, wie wir hier stehen oder wie wir hier sitzen, in aller unserer Unvollkommenheit. Nur die Götter sind vollkommen. Ja, nur die Götter sind vollkommen. Na, manchmal sogar die nicht. Vielleicht die Seele. Wir sind jedenfalls Sterbliche. Wir sind Sterbliche. Und, also zumindest der Leib ist sterblich. Naja, und die Seele eben, aber wir wissen es nicht genau. Also, ich bin mir da ziemlich sicher. Oh. Ich nicht. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, schöner rhetorischer Effekt. Das sei dir gegönnt, mein lieber Sokrates. Aber schau doch noch mal. Also, ich bin mir sicher, dass das, was Sie so schön macht, dass dieses Höchste, dass das Gute ist. Und das ist unsterblich. Unsterblich? Ja, unser Ideal. Ja, das hat sich bewegt. Was? Unser Ideal bewegt sich? Wahrscheinlich. Du weißt doch, du kennst doch den Spruch. Sie will uns vielleicht verdeutlichen, alles fließt, nichts bleibt so wie es ist, wie es der alte Herakleitos gesagt hat. Ein Ideal darf sich nicht bewegen, sonst wird es angreifbar. Also eigentlich wollte ich immer sagen, dass es mit Feinden sind. Es spricht und bewegt. Also ein Ideal darf nicht sprechen, dann wird es angreifbar. Und wir wollen doch nicht nur, dass du schön bist, sondern auch unsterblich. Ich bin aber sterblich. Und mein Bein tut weh. Wir sollten mit ihr gehen. Mit der Schönheit. Ein Ideal, was sich die Beine vertreten will. Ich denke, ein unbewegter Beweger. Lasst uns aufstehen. Wir wollen uns das mal genauer anschauen. Lasst uns mit der Schönheit mitgehen. Ja, und sonst sehen wir gar zu nett aus.
Baum, fällt eine Vase um, kommt ein Hirsch aus der Gegend, aus dem Wald gesprungen, ist der Wein alle. Ja. Aber doch, da kannst du dich drauf verlassen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das Gefühl, das Gefühl, das kommt doch aus den Reihen. Hast du gelesen, meine Lieber, von Homer, was er schreibt über in der Ilias? Haben die Leute doch zu wenig Gefühl? Die sind gefühlgeschwängert bis hier oben, Testosteron geladen. Die hatten ein anderes Problem. Die mussten sich erst mal beherrschen lernen. Und bei uns ist alles beherrscht, wir schreiben sogar alles auf. Bei uns gibt es nichts, was nicht niedergeschrieben wird. In diesen seltsamen Geräten schreibt ihr es auf. Genau. Und das dann? Kann nicht gut sein. Platon, du weißt, dein genialer Schüler, hat einen Mythos darüber gedichtet. Er fand sogar die Schrift drin gefährlich. Wenn wir nachher reingehen, werden ja, wir sollten viel mehr miteinander kommunizieren. Das ist meine Welt des Redens und des Fragens und des Hinterfragens und des Nichtwissens. Weil, wenn wir nichts wissen, wollen wir etwas kennenlernen. Das ist die Spannung, die wir aushalten müssen. Ja, aber natürlich. Es gibt auch gute Gefühle. Und wenn man sich versucht, in die Leute heute hineinzuversetzen, alles wird aufgezeichnet, aufgeschrieben, berechnet. Die Ratio, die uns Griechen so notwendig ist und die wir bewundern, weil sie sich am Himmel in die Reihe bewegen. Damit sind die vollkommen überfüttert hier. Und dann, man könnte langsam wie ist das Göttliche das, was sich anfühlen lässt? Mag das so sein? Wir sind zu alt. Ich weiß es nicht, wir sind zu alt. Wir sind alte Säcke. Lass uns unserem Ideal folgen. Und lass uns beim Weinen schauen, wo wir unser ankommen. Altern vergessen. Ja. Genau. Und unser Ideal. So, komm jetzt hin. Bei solch einer Eröffnung ist ja eigentlich Musik immer. Das haben wir vollkommen vergessen. Hast du ein paar Skelate davon gesehen, die etwas Schönes spielen können? Ich meine, wir werden es wohl selber müssen. Keine Sklaven für den Gesang. Wir lassen die Sterne für uns singen. Genau, und ich erkläre dabei gleich etwas zu einem der Meister, nämlich Pythagoras. Das war nicht der erste der Philosophen, das war, wie Frau Eschert schon richtig sagte, der Thales, der steht dort hinten. Das Modell steht dort hinten. Aber zum Thema Musik, und weil wir gerade draußen von diesen schönen Sternen gesprochen haben, bietet es sich an, dass ich jetzt etwas zu Pythagoras erzähle. Bevor wir dann vielleicht zu einer Viertelstunde oder so uns auch Filme anschauen können, die dort über dieser modernen Leinwand oder wie man das auch immer heutzutage nennt, also auf dem Bildschirm werden wir langsam wieder keine normale Rolle zurückhaben. Auf dem Bildschirm werden nachher auch Filme gezeigt. Da wird uns der Jürgen Hoffmann etwas dazu erzählen, wie die entstanden sind. Aber jetzt zu Pythagoras und seiner Musik. Sie können, ja, Musik. Sie haben jetzt vielleicht gedacht, Pythagoras und Mathematik. Genau, das denkt man immer, dass er nur Mathematiker war. Aber er hatte eine Erkenntnis, die hat ihn auch ganz zum Musiker gemacht. Vor ihm hatten die Philosophen überlegt, aus welchem Urstoff denn die Welt sei, ob aus Wasser oder aus Luft oder ja, Feuer. Sie sehen doch auch die Bilder dort, Wasser, Feuer, Luft und Erde, das waren seine Vorgänger. Und Pythagoras sagte, es geht eigentlich gar nicht darum, woraus die Welt ist, sondern wie sie geordnet ist. Und sie ist geordnet in Zahl und Proportion.